endgültig auflöste. Aber jetzt sind sie wieder da unter minimal veränderten Namen. Stern Meißen. Sie gaben Ostern im sächsischen Riesa ihr Comeback-Konzert. Und nach mehr als 13 Jahren wurde die Gruppe von den Fans wieder gefeiert. Wie in alten Zeiten. Christian Görzel war dabei. Sie waren bereits Geschichte und galten als die Pink Floyd des Ostens. Die Idee, es nochmal zu wagen, kam nach einem Auftritt in Cottbus, als sie auf der Bundesgartenschau vor Tausenden ein einziges Lied spielten. Diese 25.000 Leute, die waren voll drauf und die haben nach dieser Band so weit von ihnen geklatscht, dass wir gesagt haben, also jetzt, spätestens jetzt muss es wieder losgehen. Gegründet hatte sich die Band 1964. Sie kauften die Instrumente einer alten Hochzeitskapelle auf und behielten deren Namen, Sternkombo Meißen. Die Haare sind noch so lang wie damals, doch sie haben lichte Stellen bekommen und sind ein wenig grau geworden. Auch nach dem Ende der Sternkombo sind alle irgendwie der Musik treu geblieben, auch wenn, wie bei Reinhard Fissler, die Jobs manchmal rar waren. Ich war früher mal Lebenskünstler, dann Überlebenskünstler und jetzt zum Glück wieder Künstler. Mit Mitte 40 versuchen sie jetzt noch einmal dort anzuknüpfen, wo sie vor 20 Jahren aufgehört haben, als sie eine richtige Fangemeinde hatten. Wir hoffen erstmal, dass die meisten alten Fans alle noch am Leben sind, dass es ihnen gut geht. Und tatsächlich gibt es sie noch. Und sie waren vor dem Auftritt fast genauso nervös wie die Combo selbst. Doch als es dann losging, dauerte es nicht lange, bis das alte Feeling wieder da war. Handgemachte, ehrliche Musik, was die Band schon immer auszeichnete, das kommt auch heute noch bei den Fans an. Musikalisch, vom Schlagzeug her, Wahnsinn. Auch von anderen Sachen her. Muss ich sagen, Kompliment, echt. Als sie auf die Bühne gegangen sind, war ich ein kleines Kind. Ich habe jedes Plakat, jeden Aufkleber gesammelt. Und ich bin so begeistert, mir lief es heute kalt der Rücken runter. Ein Ausflug zurück in die 70er Jahre, den die 1500 Fans frenetisch feierten. Die Sternkombo Meißen ist wieder da.